Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur ersten Samui-WebTV News Show. Vor genau einer Woche fand in der ausverkauften Impact Arena in Bangkok das einzige Asienkonzert der Scorpions statt. Sozusagen in letzter Minute ist es Samui-WebTV nach vielen Verhandlungen doch noch gelungen, ein Exklusivinterview mit dem Leadsänger Klaus Meine auf dem Flughafen von Ko Samui zu bekommen. Klaus, wie bist du denn nach dem ausverkauften Konzert, das ihr in Bangkok gegeben habt, ausgerechnet auf Samui gekommen? Also, wir haben gesagt, wenn wir nächstes Mal, wenn wir in Thailand spielen, wenn wir in Bangkok spielen, dann wäre es schön, wenn wir irgendwie ein paar Tage dranhängen können, sozusagen verlängertes Weekend. Und Peter, unser Manager, hat ein bisschen gecheckt und ja, Ko Samui war immer schon so eine Insel, die mir so immer im Gedanken, wo ich mit Thailand, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn es mal die Gelegenheit gibt, ist das einfach eine ganz besondere Insel, die eine lange Geschichte hat, tolle Kultur und natürlich viele Deutsche kommen hierher, sehr, sehr gerne, ist eine ganz beliebte Insel hier und ja, ist auch so eine alte Hippie-Kultur. Aus alten Tagen war es ja auch eine ganz berühmte Hippie-Insel. Da sind wir ein bisschen, die Hippie-Zeiten haben wir alle hinter uns gelassen. Aber diese Insel mal kennenzulernen, das war einfach eine schöne Geschichte. Und deswegen haben wir uns eigentlich auch nicht lange überlegt und haben ein super schönes Resort hier gefunden, das Four Seasons, wo man ein bisschen abgeschieden ist und wo man einfach bei unserem doch meistens eher hektischen Schedule und Timing konnten wir die Gelegenheit jetzt nach dem Bangkok-Konzert nutzen, einfach mal ein paar Tage abzutauchen und die Seele baumeln zu lassen. Was hältst du denn von der Thai-Küche? Wie schmeckt denn das Essen hier? Ja, super. Wir sind natürlich schon, bevor wir jetzt hier nach Koh Samui gekommen sind, waren natürlich schon oft in Bangkok, haben das erste Konzert 1982 schon in Bangkok gegeben. Und natürlich verliebt man sich dann auch in die Thai-Küche. Und gerade diese scharfen Gewürze und so eine tolle Tom-Kakai-Suppe, die verschiedenen Varianten, die es ja gibt. Und das gehört natürlich auch dazu, wenn man sich mal hier ein paar Tage verwöhnen lässt. Und insofern, aber die Möglichkeiten, die man ganz besonders in dem Resort hatte, waren eben auch sehr vielfältig, dass man auch so zum Beispiel die Möglichkeit hatte, auch mal einen italienischen Abend einzulegen und zu sagen, heute ist einfach mal wieder Pasta dran. Schöner Kontrast, aber grundsätzlich schon wirklich Fisch und diese speziellen, speziell zubereiteten thailändischen Speisen. Das ist einfach ein Muss und es war toll. Aber auch Manager sind der thailändischen Küche und Kultur nicht abgeneigt. Wie hat denn das Essen geschmeckt und wie schmeckt dir sonst so das thailändische Essen? Das Essen hier, das in diesem kleinen Restaurant, war sehr, sehr gut. Und sonst hast du schon Erfahrung mit dem thailändischen Essen? Ja, ich war lange Jahre immer wieder in Thailand. Meine Tochter hat im Oriental Hotel in Bangkok schwimmen gelernt, als sie 4 Jahre alt war. Heute ist sie 18. Daran könnt ihr sehen, wie oft ich hier war. Und ich komme immer sehr gerne hier zurück. Die Menschen sind unglaublich freundlich. Es ist eine alte, schöne Kultur. Und es gibt so vieles zu sehen. Es gibt hier so vieles zu sehen, so glaube ich. Was hältst du denn von der thailändischen klassischen Musik? Also ich bin sicherlich kein Spezialist für die thailändische klassische Musik. Also thailändische Musik ist sicherlich, liegt einer großartigen Kultur zugrunde und ich bin sicher, dass es hier auch in Thailand großartige symphonische Orchester gibt. Aber als Rockmusiker ist man natürlich, auch wenn wir hin und wieder und in diesem Sommer werden wir in Berlin auf den Gendarmenmarkt ein Open Air machen zusammen mit dem Babelsberger Filmorchester mit Scott Lawton und das ist eins auch der renommiertesten deutschen Orchester. Insofern kennen wir uns schon ein bisschen aus und haben hier und da unser Projekt mit den Berliner Philharmoniker natürlich im Jahr 2000, haben wir großartige Erfahrungen gemacht, wie es ist, Rock und Klassik miteinander zu verbinden. Aber natürlich kenne ich kein thailändisches symphonisches Orchester, natürlich nicht. Und wie funktioniert so eine Symbiose zwischen klassischer und Rockmusik? Es ist sehr aufwendig. Das fängt damit an, dass man einfach den richtigen Conductor, den richtigen Arrangeur braucht, der vor allen Dingen sich in beiden musikalischen Welten gut auskennt, sprich in der Rockmusik und in der Klassik. Weiß doch eine andere Geschichte, ob da 5 Musiker auf der Bühne stehen oder auf dem Schlag 80 Musiker. Und die einzelnen Gruppierungen im Orchester und so weiter
Das ist eine ganz spannende Geschichte und wir haben das Glück gehabt, dass wir auch nach längerer Suche Christian Kolonowitz, einen österreichischen Arrangeur, auch Konduktor, also Dirigent und so weiter gefunden haben, der dann für unsere großen Klassiker super Arrangements geschrieben hat, die wir dann im Jahr 2000 mit den Berliner Philharmonikern zur Weltausstellung übrigens damals auf die Bühne gebracht haben. Es gibt ein Album dazu, das heißt Moment of Glory für Interessierte, die sich das mal anhören wollen. Und das ist natürlich nicht unser, sagen wir mal, unser Hauptgeschäft, was wir machen, sondern das ist immer noch die Rockmusik. Natürlich, aber hin und wieder, gerade weil die Songs und diese Arrangements auch wirklich eine ganz besondere Klasse ausdrücken und die Songs nochmal ganz anders präsentieren, einem ganz anderen musikalischen Gewand, führen wir das schon hin und wieder mal auf. So in diesem Jahr, wie eben schon erwähnt, mit dem Filmorchester Babelsberg in Berlin auf dem Gendarmenmarkt im Sommer. Großes Open Air. Das machen wir vielleicht ein, zweimal im Jahr, aber natürlich ansonsten spielen wir Rockshows, wie jetzt auch in Bangkok, wo wir vor 10.000 begeisterten Thai-Fans gespielt haben und es hat einfach Spaß gemacht und ja, und hat total gerockt. Ja, nochmal zu Bangkok. Ihr habt ja gerade Premierminister Abhisit getroffen. Wie empfandest du denn diese Begegnung? Ich muss sagen, der Premierminister hat uns sehr, sehr freundlich empfangen. Das passiert hin und wieder, dass wir unterwegs sind und von Botschaftern oder auch Präsidenten eingeladen werden. Das Ungewöhnliche daran war, dass es schon sehr früh morgens stattfand, aller Herrgottsfrühe sozusagen. Aber der Jetlag, nachdem wir doch noch in deutscher Zeit waren, war es nach uns, für uns deutscher Zeit, war es einfach sehr, sehr spät, was okay war. Aber er hat uns sehr freundlich empfangen und ich glaube, wenn wir das nicht diesen Termin nicht wahrgenommen hätten, und es gab viele, viele Termine auch, die wir wahrgenommen haben in Bangkok, dann wäre das auch als sehr unhöflich empfunden worden. Und das war sehr entspannt, sehr locker und wir haben ihm bei der Gelegenheit eine von Rudolfs Gitarren überreicht, eine Flying V, die wir alle signiert hatten und haben natürlich auch diverse Gastgeschenke bekommen und die uns an diesen Empfang erinnern sollen. Und es war ein sehr netter und ein sehr entspannter Empfang in den frühen Morgenstunden. Du hattest ja damals Wahnsinnsprobleme mit deinen Stimmbändern. Ungefähr 20 Jahre ist das jetzt her, denke ich. Was ging denn damals in dir vor? Ja, damals habe ich gedacht, it's the end of the road. Und nach zwei Operationen an den Stimmbändern war das schon eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr schwer war und wo natürlich am Ende war es meine persönliche Tragödie und dass halt der Zusammenhalt in der Band einfach so stark war und dass einfach die Basis dieser Band, nämlich auch Freundschaft, immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wenn es was zu feiern gibt und wenn ein Platinalbum überreicht wird, ist es leicht, Erfolg zusammen zu genießen. Aber wenn man am Boden liegt, und damals lag ich am Boden, nach zwei Operationen an meinen Stimmbändern, wenn dann die Jungs da sind, und damals war es Rudolf besonders, der Power gemacht hat, natürlich meine Familie, ganz klar, aber in der Band war es Rudolf, der gesagt hat, egal wie lange es dauert, wir warten auf dich. Und das war einfach ein ganz großer Moment der Freundschaft. Insofern hat uns die Freundschaft viele Jahre getragen. Und nach 40 Jahren, die wir diesen Weg gemeinsam gegangen sind, ist dieses Gefühl auch immer noch ganz präsent. Und deswegen ist dieser Zusammenhalt in der Band auch sehr, sehr stark, weil man auch einfach die Zeiten, wo es mal nicht so gut lief, die hat man nie vergessen. Und ich bin an jedem Abend, wo ich auf die Bühne gehe und meine Stimme ist da, mein Instrument, die Stimme, ist in guter Form, dann bin ich einfach total dankbar und total glücklich. Und wenn ich mit meiner Stimme und zusammen mit den Scorpions, wenn wir unsere Musik über die Rampe bringen und haben begeisterte Fans vor uns in so vielen Teilen der Welt und wie auch hier in Thailand, ist das einfach ein wunderschönes Gefühl und ja, ein großes Privileg, wenn man die Möglichkeit hat, im Leben seinen Traum zu leben. Und für die Zukunft, wohin soll denn die Entwicklung gehen, die weitere? Wie man weiß, sind wir auf einer Farewell-Tour und nach 40 Jahren Scorpions haben wir gesagt, wir wollen auf einen Höhepunkt aufhören mit einem starken Album, mit Sting in the Tail.
glauben wir, dass uns das geglückt ist und haben gesagt, wir sind in den nächsten 2-3 Jahren unterwegs rund um die Welt, verabschieden uns von unseren Fans. Und wir haben im letzten Jahr, also 2010, fast 100 Konzerte gespielt in 25 Ländern rund um die Welt. Aber wir sind immer noch mittendrin. Bangkok war jetzt für 2011 das erste Konzert. Aber es geht munter weiter in diesem Jahr und freuen uns noch auf viele Höhepunkte, die in den nächsten 1-2 Jahren vor uns liegen. Und werden es einfach total genießen. Es ist unser Leben. Und trotzdem können wir den Gedanken auch was abgewinnen, mit einem Höhepunkt aufzuhören, mit einem starken Schlussakkord, einen starken Schlussakkord zu setzen und nicht warten, bis der Hurricane eines Tages zum Tropical Storm downgegradet wird, sondern wir wollen bis zum Schluss Gas geben, Vollpower, und das, glauben wir, sind wir uns und unseren Fans weltweit schuldig, die Scorpions einfach als starke Liveband so in kollektiver Erinnerung zu behalten. Lorelei, my ship has passed you by, and all you promised me, the shall the way you led me astray. You were. Vor ungefähr 3 Stunden müssten die Scorpions gerade in Hannover gelandet sein. Wir verabschieden uns mit dem schon im Hintergrund laufenden Titel Lorelei von ihrer aktuellen CD und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. And now I wonder why. Lorelei.